Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War. Heute am 16.06.2018 um 18.35 Uhr ungefähr. Samstag, Manuel war heute hier. Ja, haben wir ein paar Stunden miteinander verbracht. Haben wir einen ganz guten Film geguckt, Pandoras Tempel. Nicht Pandoras Tempel, sondern Mord im Orient Express. Hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, der Film. Vom letzten Jahr ist er, glaube ich. Und ja, ist ja gerade wieder abgetingelt, hab ein bisschen Mexiko gegessen und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt steht heute noch mein To-Do drauf, nur mal ein bisschen aufnehmen. Ne? Und ja, genau, wir sind jetzt hier, wie ihr schon festgestellt habt, in Pandoras oder vor Pandoras Tempel, besser gesagt. Haben den Weg zum Kronos entdeckt, nachdem wir diese Sirenen besiegt haben. Und ja, befinden uns jetzt offensichtlich auf dem Rücken von Kronos. Aber wir werden uns trotzdem mal, das würde mich mal interessieren. Ja, okay, wir stellen jetzt anhand des Horizontes leider nicht, also ich habe jetzt gerade mal rechts in die Ecke geguckt, anhand des Horizontes stellen wir jetzt leider nicht fest, ob wir uns jetzt hier bewegen oder nicht. Also, weil wir sind eigentlich auf dem Rücken von dem Titan und ich glaube jetzt nicht, dass der Titan einfach jetzt hier nur chillt und einfach nichts tut. Sondern der wird ja, denke ich mal, weiter die Wüste durchstreifen. Deswegen hatte ich so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass man da vielleicht noch was sieht. Wer hätte ich denn so zugerichtet, sag mal? Okay. Ja, okay, scheint aber jetzt nichts Großartiges zu sein. Ah, ja, ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder so halbwegs Bescheid. Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich überhaupt im Let's Play schon erwähnt habe, warum ich mich jetzt überhaupt für das Spiel entschieden habe. Falls nicht, dann erzähle ich es jetzt. Falls ja, dann wiederhole ich es jetzt. Ne, im Endeffekt, relativ unverhofft, als das neue God of War released worden ist, was ja richtig geil sein soll. Okay, achso, geht's weiter. Ja, habe ich halt Post bekommen, ne? Und da war drin natürlich das PS4 God of War, ist ja klar. War übrigens zum Zeitpunkt, als mein Rechner kaputt war. Und, ja, Manuel hat es mir halt auch einfach mal so geschickt, ne? Wo ich dann direkt schon wieder ein schlechtes Gewissen hatte. Aber, okay, mittlerweile, man gewöhnt sich irgendwann dran. Manuel will ja auch nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, von der ist alles cool. Jedenfalls habe ich so Bock auf das Spiel gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, fuck, ich will das jetzt nicht so einfach so ohne weiteres zocken, ne? Am liebsten, also ich liebe es wirklich, die ersten Impressionen von einem Spiel mit euch zu teilen. So, you think you can conquer the Temple of the Gods, do you? It's never been done, you know. Sooner or later, the Harpies will bring what's left of you back for me to burn. The gods hid Pandora's box in here, so no mortal would ever claim its power. And yet, year after year, I open the gate for more and more soldiers and place more and more bodies on these pyres. If I were you, I'd leave now. But I can see you are determined. Very well. May the gods grant you strength to conquer the perils that lay before you. Good luck, Spartan. Ich muss ja wirklich sagen, er hat echt keinen spannenden Job, ne? Das Stink hier ist warm und es ist oft langweilig. Also, so eine Kombination von drei Sachen. Naja, egal. Okay, die Toten werden hier hingebracht von den Harpien, um verbrannt zu werden und... Ah, okay. Und um recycelt zu werden, als Benutzung für Feinde innerhalb des Tempels. Ah, ja. Okay. Ich frage mich nur, wie er an den Job gekommen ist. Egal. Nee, gut. Was ich auf jeden Fall gerade erzählt habe, wie ich jetzt überhaupt drauf komme, God of War zu zocken. Ich habe halt auf der Bock auf den neuen Teil. Wollte ihn jetzt nicht so ohne weiteres einfach so beginnen. Bin ja Reihenspieler und habe mir gedacht, okay, du musst mit dem ersten Teil beginnen. Und da habe ich gerade gedacht, weil ich jetzt gerade eh bei PlayStation 3 bin, bietet sich das doch eigentlich ganz nett an, ne? Obwohl es ja eigentlich auch ein PlayStation 2 Spiel ist, ne? Genauso wie Metal Gear. Au. Metal Gear Solid 3. Oh, Baby, Baby, Baby. Nein! Okay, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Mit dem Aufweichen habe ich nicht mehr so ganz drauf. Au. Oh Mann, ey. Nein! So, okay, jetzt habe ich mich wenigstens mal nicht erwischt. Ich bin so schlecht, ich bin echt so schlecht in dem Spiel geworden, das ist nicht mehr feierlich. Okay, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ist okay. Hat er mich erwischt. Meine Güte. Die halten aber auch was aus, ne? Komm,
zieh ihm dein Auge raus oder was auch immer du jetzt vorhast. Ah, nee, okay. Das ist ein richtiger Tötungskack. Ja, gut, Dennis. Hervorragend. Machen wir das gleich noch einfach nochmal. Also, Quicktime-Events hier nicht hinzubekommen, das ist schon traurig. Ich werde auf jeden Fall auch, alle God of War-Teile spielen, die ich habe. Und das dürften, glaube ich, alle sein, wenn ich jetzt nichts verpasst habe. Es wurde ja auch mal seinerzeit mal ein Film angekündigt, glaube ich, mit Nathan Jones in der Hauptrolle. Was daraus geworden ist, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ah, okay, ich habe jetzt meinen Rage of the Gods habe ich jetzt wieder freigeschaltet. Ich bin so unfassbar schlecht. Ich kann sagen, ich kann sie garantiert nicht blocken, ne? Ich kann nicht mal. Ich glaube, ich kann gar keinen Schlag von dem blocken. Alter! Ach, boah, ich gebe mir gerade sowas von auf die Zwiebel. Fickt euch, ihr Bastarde. Meine Herren. Ja, ich hätte mich zu dir rollen müssen, ich weiß. Aber das Schöne ist, ich spiele mit dem heilen Controller, nicht wie letztes Mal. Okay, der war schon mal ganz gut. Die halten aber auch was aus, ne? Meine Fresse. Was ist da los? Habe ich irgendwie die Schwierigkeit gerade mal geändert aus Versehen? Oder so? Also ich glaube, ich bin nicht daran erinnern, dass ich an so fetten Viecher mal so viele Probleme hatte. Ernsthaft? Aber okay, gut. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen. Boah, es kann ja lustig werden. Ich sag mal so, ich wollte euch eigentlich, ne, auch noch die Titan-Challenge zeigen. Und für, ja, für Leute, die das Spiel kennen, die wissen, oha. Oha. Gerade im ersten Teil ist das echt eine Sache. Nein. Ich raste aus. Ich krieg's auch einfach nicht geschissen gerade. Das ist so ein bisschen wie bei Metal Gear Solid 3, ne? Ich war das ganze Spiel über so unfassbar schlecht. Ich hab's trotzdem irgendwie geschafft. Ja, komm, hol uns mal ein bisschen Mana zurück. Das ist vielseitiger, einsatzfähig, so. Ich habe es übrigens endlich. Ist jetzt die Creed of Platin, also den dritten Teil. Ja. Online war echt ein Witz, das war gar nichts, ne? Also das ist ja wirklich. Innerhalb von zwei Feierabend habe ich das, glaube ich, fertig gemacht. Da gab es zwar zwei etwas anspruchsvollere Sachen, die alleine jetzt nicht ganz so einfach waren. Aber. Wenn man aber den Dreh raus hat, geht das auch. Das Coole war. Ah, cool, Gorgonauge. Das Coole war auf jeden Fall, es gibt eine Trophäe, von wegen, ja, Siege halt in dem Multiplayer-Spiel. Bums, ne? Also geht halt auch irgendwie Team Deathmatch oder so. Ah, okay. Geil, wir haben mehr Mana. Ja, auf jeden Fall, ich bin gerade ins Spiel reingekommen, was wohl gerade richtig zu Ende war. Ne? Es hat nur den Bildschirm geändert und da habe ich die Trophäe schon bekommen. Von wegen, okay, du hast gerade gewonnen. Und da habe ich einfach nur das Glück gehabt, in der letzten Sekunde des Spiels ins Siegerteam zu kommen. Da habe ich wirklich, das habe ich mir eigentlich auch nicht verdient. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ah, ah, okay. Okay, ich glaube, jetzt sind wir im Tempel. Ja, nein! Nicht die Viecher! Ich mag euch nicht. Hört auf zu leben. Nein! Gang! Krumms! Ah, guck mal, Bogenschützen. Warum macht er denn seinen Konter nicht mehr, sag mal? Der kann doch so schön kontern. Oder nicht? Das ist mir doch auch scheißegal. Nein! Ich krieg's nicht hin. Ich halt's nicht aus. Bums! Bums! Und Kaffums! Wärst du bitte so freundlich und dürftest sterben? Ja, ich hab meine Kombo. Au, mein kleinen Bonus meine ich eigentlich eher. Enough! Bums! Nee! Wenn man den ersten Angriff nicht geblockt hat, dann kriegt man den zweiten auch nicht mehr hingeblockt. Irgendwie, das kommt mir jetzt so undynamisch vor, ne? Aber vielleicht bin ich jetzt einfach andere Spiele gewohnt. Also gerade hier mit dem Blocken und Angriff zu Ende machen. Fick dich. Kaffums! Hau ab! Ich raff es nicht. Habe ich das Power-Up? Oh, Entschuldigung, falsche Taste gedrückt. Mein Fehler.
Hab ich das Power-Up? Ja, klar hab ich das. Raising Helios, Falling Helios, Hermes Fury. Wahrscheinlich gerade, ich habe. Ja, was war's mit X? Ah, okay, das ist hier der Hermes Fury. Ist ganz geil eigentlich, ne? Kann man mal machen. Geh mir nicht auf den Sack. Ah, genau, das ist jetzt die neue Attacke, die ich auch kann. Ist auch ganz geil, muss man sagen, ne? Macht was her. Ja, ja, erst möchte ich lesen, was hier in dem Buch steht. Hallo. Ich kann das nicht lesen. Terrorium. Warum? Okay. Das Buch besagt. Dieser Tempel war sehr erregt. Nein, wurde gebaut in Ehren und auf den Befehl hin des mächtigen Lord Zeus. Nur die mutigsten Helden sollen in der Lage sein, seine Rätsel zu lösen und seine Gefahren zu überleben. Ein Mann wird die ultimative Kraft erhalten. Alle anderen sollten ihr Verderben mitbekommen. Pathos Verdes, der Dritte, Chefarchitekt und loyaler Diener der Götter. Okay. Was ist hier? Es ist eine Gravur der Göttin Athena? Athena, Punkt. Gut. Dann leck mich doch am Arsch. Mehr nicht? Komm, auf in den Tempel! The Rings of Pandora. Oh no, oh no. Es kommt alles wieder hoch. Oh yeah. Puh. Geil, Shaped Hollow. Ist in Ordnung. Ja, ich war immer ein bisschen blöd, glaube ich. Weil ich meine, man müsste eigentlich nur dagegen latschen. Da kriegt man schon Schaden. Oder auch nicht. Macht es überhaupt schon Sinn, dass ich hier hingehe? Oder ist das erst später relevant? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, ich muss erst später hier hin. Ah, die Minotauren-Scheiß. Ja, ja. Ja, stimmt, ich weiß jetzt wirklich nie so genau, was ist jetzt Teil 1, was ist Teil 2, was ist Tempel, was ist nicht Tempel. Ich kann mir halt auch so ein paar Sachen erinnern. Wobei der Großteil kommt erst in mein Gedächtnis rein. wenn ich bei den Stellen bin. Au. Au. Fuck you. So, komm, gib mir Leben. Ja, das ist schon interessant so, weil... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, fuck man, was ist los mit dir? Warum kannst du dich nicht mehr erinnern an das Spiel? Es hängt aber einfach damit zusammen, glaube ich. Es gab halt noch nie so einen langen Zeitraum wie jetzt, dass ich das Spiel nicht gespielt habe. Weil es damals rauskam, ne? Habe ich ja direkt 2-3 Mal durchgezockt. Dann, ich sag mal, 3-4 Jahre vielleicht nicht. Ne? Und jetzt habe ich dann schon seit 8 Jahren nicht mehr durchgezockt. Ja, das macht jetzt leider auch noch nicht viel Sinn. Ich glaube, ich brauche noch irgendwas für. Wobei ich finde... die Funktionsweise ganz geil. Mack, 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 mack. Ja. Das bringt ja noch nichts. Was? Ach was. Ja, wie ich das nehme ich jetzt in Ruhe. Dafür darf ich jetzt, glaube ich, ein bisschen kämpfen, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht täusche. Okay, man darf dagegen laufen. Ich täusche mich. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Aufzug erschienen? Ja, so lang kann der kreisrunde Gang nicht sein. Spätestens, wenn ich mir eine Skelettkopftür sehe, weiß ich, aha, ich bin zu weit. Der dunkle Mauer, Zahnräder. Okay. Ach, das ist der Aufzug. Entschuldigung, mein Fehler. Ach, das war das. Ist gar kein Aufzug. Ich kann die ganze Wand hier verschieben. Warum auch nicht, ne? Kann man ja mal machen. Ich meine, es gibt hier 4 Durchgänge. Pff.
Gibt es jetzt eigene Prüfungen der jeweiligen Götter? Ich weiß das nicht mehr so genau, ey. Ist echt schon zu lang her. Kartons. Ach ja, genau. Gravierungen von Musen. Tochter des Lord Zeus. Sie sind aus purem Gold gemacht. Zwei, ja, Ausbrüche gibt es, weil da Sachen fehlen. Blabiblub. Okay. Ja, da müssen wir später nochmal hin. Darf ich vielleicht schon mal spoilern? Da brauchen wir Musenschlüssel für. Das ist eine optionale Aufgabe hier in dem Spiel. Ich hoffe mal, ich finde sie beide noch. Dann haben wir das heute noch, weil wir haben ein bisschen über God of War auch gequatscht, weil ich immer gesagt habe, ja, ich habe jetzt angefangen und so. Ich habe ja heute mal gesagt, wo die sind, aber ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die sind, ne, wäre gut. Aha. Oh, eine neue Fähigkeit, nice. Artemis. Kratos. The gods demand more of you. You have learned to use the blades of chaos well, but they alone will not carry you to the end of your task. I offer you the very blade I used to slay a titan. Take this gift and use it to complete your quest. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Blade of Artemis. Select Blade of Artemis on off by holding L1 and R1. Go with the gods, Kratos. Go forth in the name of Olympus. Ja, ja. Eine Waffe, die ich eigentlich niemals benutzt habe. Dann ist sie. The Challenge of Atlas. Ah, ja, ja, okay. Das war wirklich das mit den Göttern. Ach, scheiß auf Speichern. Natürlich wird das Spiel gleich. Ist doch klar. Ich wollte direkt mal benutzen. Zang, zang. Also es sind eigentlich vergleichbare Attacken wie mit den Chaos-Klingen. Aber, nee. Entschuldigung, es war keine Absicht. Ich nehme lieber die Chaos-Blades.